Reserve bedeutet für mich als aktiven Soldaten, dass ich die Kameraden habe, auf die ich mich verlassen kann. Ich habe das in Mainz erlebt, wenn man immer da Reservisten dabei, die genau die gleichen Aufgaben übernommen haben und auf die ich mich verlassen konnte. Herr Minister, herzlich willkommen. Danke, danke, dass Sie da sind. Okay, wenn wir zu mir schauen, dann... Wir brauchen die Reservisten für die Erfüllung unserer Aufträge im Inland und im Ausland, bei Katastrophen und zum Heimatschutz. Reserve braucht man überall und immer, das ist keine Frage. Wer keine Reserven hat persönlich, der ist verraten, verkauft. Das gilt auch für eine Armee. Reserve bedeutet für mich in erster Linie Freiwilligkeit. Freiwilligkeit bedeutet Ehrenamt und Ehrenamt ist für mich das, was unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Was unabhängig von Klasse, Schicht oder sonstigem einfach wichtig ist. Reserve bedeutet für mich, mich einbringen zu können und was zurückgeben zu können. Ich versuche, als Mittler in der Gesellschaft aufzutreten zwischen Bundeswehr und der Zivilgesellschaft. Das gelingt mir auch außerordentlich gut in meinem Zivilberuf als Manager. Dort kann ich auch immer wieder die Nichtgedienten über die Bundeswehr informieren und zum anderen auch über die Sinnhaftigkeit der Bundeswehr informieren. Das ist, denke ich, eigentlich eine der wichtigsten Aufgaben eines Reservisten. Es ist eine gute Gemeinschaft, interessante Aufgaben haben Reservisten und es ist ein Dienst an meinem Vaterland, an Deutschland, den ich gern tue. Ich interessiere mich jetzt für die Bundeswehr, ich bin jetzt fertig mit meinem Abi und vorher war ich eigentlich nicht dafür interessiert, was für mein Land zu tun durch die Bundeswehr, aber jetzt werde ich mich auf jeden Fall darüber informieren. Also Reserve war gleich spontan für mich, Dienst am Staat und dann auch sehr viel Freiwilligkeit und Ehrenamt und Einsatz und auch körperlicher starker Einsatz. Das Motto des Reservistenverbandes, tu was für dein Land, ist eigentlich das schon, was es am besten charakterisiert. Einfach dem eigenen Vaterland, der eigenen Heimat zu dienen, natürlich nachdem man vorher schon Soldat war, das ist klar. Aber diesen Gedanken, den man damals in seiner Dienstzeit hatte, letztlich nicht aufzugeben, sondern fortzuführen, auch wenn man dann in das zivile Leben gewechselt ist.